Warning, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Das ist der Hannes, Moin. Das ist der Ramses. Das hier ist ein Teller mit Chicken Nuggets, beziehungsweise sind das zwei Packungen Nuggets aus dem Rewe, meine Lieblingsnuggets. Denn der Hannes hat was, er kann mal das Auto kurz reinfahren. Tatütata. Ich fahre das Auto. Beziehungsweise kann ich immer einblenden. Wir wollten das gerade auf dem Balkon drehen. Da kam die Feuerwehr direkt. Und hat gesagt, was machen Sie denn da? Kann natürlich sein, dass das Design ablenken soll. Die legen viel Wert auf, dass das noch was ausschaut. Aber der Inhalt wieder kompletter Bullshit ist. Und das ist halt leider so. Guck mal, jetzt bin ich hier auf den Knopf gekommen. Da geht sogar Geräusche los. Eieiei. Das habe ich zu Weihnachten mal bekommen als Geschenk. Das sind verschiedene Hot Saucen drin. 7 Stück an der Zahl. Die wollen wir heute mal testen. Diesen Hot Sauce Sembler, den letzten, den wir hatten, der war ja sehr, ernüchternd. Nee. Der hat uns nicht so gut gefallen. Da waren nur 4 Soßen drin. Alles sehr flüssig, alles so extrem essigartig. Ich weiß nicht, ob die Location hier gut gewählt ist, aber wir machen das jetzt einfach hier. 7 Hot Sauces. Und gucken, was das alles ist und wie die schmecken. Ich will die eigentlich rausnehmen und das Auto im Ganzen lassen, aber das ist so komisch verklastert hier, dass du da gar nicht nirgendwo rankommst. Jetzt musst du hinten die Tür aufmachen irgendwie. Und dann musst du aber auch gleichzeitig, musst du auch noch, weil du kriegst, du kannst es ja nicht rausschieben. Die gucken ja oben raus. Du kannst es oben aber auch nicht aufklappen, also musst du unten auch noch aufklappen und musst dann irgendwie hier so rein. Aber vorne auch aufklappen. Und dann hast du das ganze Auto, wenn du Glück hast, vielleicht so offen, dass du hier im Inneren jetzt dieses Soßenpaket rausnehmen kannst, was trotzdem hier noch eingehakt ist. Ah, hört man die Soße jetzt hier durch die Löcher durchdrücken muss. Und jetzt ist das ganze Ding auseinandergefallen. So ein Schmarrn, wer macht denn sowas, frage ich mich. Also kann das Auto auch weg. Weg mit dem Auto. Wir wollen kein Auto, wir haben den Arsch voll. Das sieht jetzt so aus, ohne das Auto. Und Hannes, ich ahne Schlimmes, wenn ich sehe, wie wässrig und dünn die aussehen, ist das bestimmt wieder totale Essigplörre, der wir uns jetzt stellen müssen. Ja, oder wir müssen nur gescheit durchschütteln. Ich hoffe, die sind nach der Schärfe sortiert hier. Wir fangen einfach mit dem ersten an. Das erste, was hier jetzt steht, was leider nicht mehr steht, aber das erste, was hier steht, was nicht steht. Ach, es ist doch alles Rotz. So, das erste ist diese Soße hier. Da steht drauf, Ignite Salzerwerte Hot Sauce. Und sonst steht da nichts drauf. Also manchmal hast du ja hinten noch ein Etikett, was irgendwas sagt. Ach, du darfst immer schütteln. Ich darf schütteln. Hannes ist der Schüttler. Hannes schüttelt die Flasche. Jetzt aber mal ernsthaft hier, wir müssen fertig werden, wir haben doch keine Zeit. Sorry, genau. Da kann man jetzt hier nicht Salsa Sombrero spielen. Jawohl, Herr Raab. Die sieht auf jeden Fall, weiß ich nicht, Salsa. Ich denke, bei Salsa denke ich doch eigentlich, dass Salsa ist rot und feurig, aber Salsa, das sieht aus wie ein Bananenlikör. Riecht wie der Original, einfach so nach Essigplörre. Also, Hannes, ich bitte dich, ich schieb dir mal hier was drauf auf dieses eine Nugget. Das kannst du jetzt mal probieren. Das sieht aus wie Rotz, der aus der Nase gelaufen ist. Da kannst du gerne jetzt mal ein Nugget essen. Wer stellt sowas her? So flüssiges Rotz aus der Nase, Original, jetzt neu. Reines Essigzeug und nicht scharf. So, schmeiß mal hin. Scharf gleich null. Reine Essigblöre. Also Enttäuschung ist da. Scharf gleich gar nichts. Keine Ahnung, was das soll, was sie da jedes Mal machen. Die sieht auf jeden Fall besser aus. Und da ist ein roter Kopf drauf, der Feuer speit. Und die heißt Blaze Garlic Hot Sauce. Was ist Garlic? Knoblauch. Knoblauch, genau.
Knoblauchsoße hat aber auch wieder so eine leichte Farbe wie die erste. Ist aber ein bisschen rötlicher bzw. orangeartiger. Sieht aus wie so eine Cocktailsoße. Ich übernehme jetzt mal das Schütteln für dich. Und durch das Schütteln ist das wässrige, durchsichtige jetzt in ein kräftigeres, rötliches gegangen. Also Hot Garlic. Hot Garlic. Sind wir mal gespannt, was die kann. Vor allem, weil man den Deckel ja mitdreht. Das ist doch alles. Wer macht denn die so zu? Jetzt hast du hier die ganze Kappe mit abgemacht. Das hast du vorher bei der anderen nicht gehabt. Jetzt gebe ich dir mal hier wieder in die Mitte. Am besten auf das, was schon eingesaut ist, mit dem davor, kippe ich dir das drauf, damit du das mal probieren kannst. Die Nuggets sind jetzt leider auch schon kalt, weil der Weg von da oben bis hier unten so lang war. Ich hoffe, die ist besser. Naja, Essig schmeckt trotzdem extrem raus. Schärfe. Ich merke hier sogar noch mehr Essig als bei der davor. Und Knoblauch. Aber das war's. Also komisch, weiß ich nicht, nix. Gleich Nullinger. Wir haben jetzt eine richtig heftige, obwohl eigentlich sieht es auch wirklich aus, als wäre es für kleine Kinder, die einen beeindrucken wollen mit einem Feuerwehrhelm mit Flügeln dran und einer Gasmaske. Das sieht so brutal aus. Oh mein Gott, das will ich als Tattoo haben. Denkt man sich als Fünfjähriger. Smoke Eater Smoky Bourbon Pepper Sauce. Sieht sehr flüssig aus. Hannes, ich glaube, das wird heute nichts mehr. Aber das ist doch gut. Wir dürfen doch eh nicht so scharf essen, wenn wir so viel Tastings machen. Mit Maß und Zeugs. Da passiert wenigstens nichts. Oh, die hat aber. Die hat einen guten Geruch. Die hat einen Geruch, mal sich. Smoky, smoky. Die riecht rauchig. Das könnte was werden. Ja. Wenn die so schmeckt, wie sie riecht, ist das bis jetzt die beste. Hat der böse Feuerwehrhelm doch nicht gelogen. So, eins für dich, eins für mich. So viel hier drauf und drunter. Schärfe nichts. Ja, nur ganz leicht. Aber geschmacklich besser als die anderen. Bisher die beste geschmacklich, ja. Also ganz klar. Ja, definitiv. Das Säuerliche kommt nicht so durch, das Essigartige ist nicht so präsent. Du hast aber eine schöne rauchige Note direkt von Anfang an. Ja. Die kann ich mir gut vorstellen, dass es halt sehr flüssig. Sonst könntest du da Chips reintunken und so ein bisschen. Ja, da brauchst du bloß eine Salze, Tomaten, eine Salze vorbereiten und die halt dann noch separat noch dazu und unterrühren. Nee, schmeckt ja ganz anders. Ja, ja. Das will ich ja gar nicht, deswegen. Ich will ja so, wie es ist. Jetzt übertreiben sie es. Neben den Billig-Kacksoßen haben sie nämlich jetzt eine. Das sind zwei, ich weiß nicht mal, ob das Carolina Reapers sein sollen. Vielleicht sind es auch einfach nur zwei Kirschen. Da steht Raging Inferno Habanero Hot Sauce. Das sind also zwei Habaneros, die da drauf sind. Das würde ganz gut aussehen, kann aber wieder sein wie so ein Scherzartikel. Der muss so böse aussehen, weil er nichts kann. Aber vielleicht sieht er auch böse aus, weil er böse ist. Das Tattoo hier mit dem Feuerwehrmannkopf habe ich ja auch unterschätzt. So, jetzt drehen wir wieder so lang, bis es irgendwann greift und wir den Deckel abnehmen können. Jetzt habe ich es, genau. Da ist er. Wunderbar. Ah, Hannes. Und? Geruch ist schon mal wieder richtig Tonne. Für die Tonne. Na super. Aber das soll Hot Habanero sein. Bitteschön. Eins für Hannes. Eins für mich. So. Drüber geschüttet, die ganze Brühe. Schärfe gleich Nullinger. Scharf ist es nicht, aber weiß ich nicht, würde ich sagen, schmeckt ein bisschen fruchtig. Also das geht in, eigentlich geht es in so eine Essigrichtung am Anfang, ja. Aber es driftet irgendwie anders ab, dass es nicht so unangenehm ist. Ich finde auch, das ist eine der besseren. Wenn ich unterscheiden müsste, sind die zwei letzten bis jetzt die besten gewesen, die ersten zwei schlimm. Das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Also die stelle ich mir mal rechts hin. Also tiere ich nämlich jetzt gleich mal nach, was man auch noch essen kann und was nicht, was gleich in die Tonne kann. Am besten, man nimmt sich so ein Ding und trinkt das einfach als Shot und dann hat man seinen Spaß fürs Leben.
Als nächstes haben wir die Backdraft Hot Sauce. Backdraft, Backdraft, Hot Sauce, irgendwas. Die ist halt hier Kohlraben schwarz. Und hier siehst du so ein Feuer, was so nach hinten wegbrennt und losgeht. Der Backdraft, also der Rückschlag, der Rückstoß, irgendwie sowas. Gab's da auch einen Film mit Feuerwehrmännern, Backdraft, die durch die Hölle gehen oder die durchs Feuer gehen oder irgendwas oder die überhaupt nicht mehr gehen. Es gibt viele Feuerwehrfilme mit Feuerwehrmännern drin, die durchs Feuer laufen. Aber die Konsistenz ist schon mal nicht schlecht. Ja, die ist ein bisschen dicker, schmieriger, öliger. Das heißt, die werden jetzt besser. Das ist ganz wichtig. Ach so, warum rede ich eigentlich? Ich müsste doch eigentlich hier drauf füllen. Komplett. Mein Wort, habe ich es fast vergessen. Essiger. Finde ich jetzt. Aber so. Gefühlt merke ich eigentlich gar keinen Unterschied zwischen den ganzen Soßen. Außer, dass die eine halt rauchig war. Ja. Schmecken alle irgendwie nach der gleichen Pampe. Weil man sich an den Essiggeschmack gewöhnt hat, sagt man, ach, die ist besser als die ersten zwei. Ich stelle sie mal mit rechts hier rüber. Hat für mich trotzdem auch wieder irgendeine süßliche Note drin. Ja, keine Ahnung. Es sind noch zwei übrig, also. Bombero aus Mexiko. Bombero Mexican Style Hot Sauce. Da habt ihr eine brennende Bombe. Eine mexikanische brennende Bombero Hot Sauce Bombe. Die geht jetzt ab. Da werde ich jetzt was. Denn die letzte, die sieht aus wieder mit. Auf der letzten ist ein Dalmatiner drauf, ganz freundlich. Das heißt, Bombero müsste doch jetzt richtig reingehen. Naja, wenn die schon mexikanische Namen hat, dann nimmt man an, dass es scharf sein sollte. So, ich tu dir den in die Mitte. Und habt ihr das jetzt hier drauf geschmiert? Schieb mir den anderen in die Mitte. Kipp mir das da mal auch mal drüber. So. Noch enttäuschender. Das ist ja gleich null Geschmack. Da habe ich aber trotzdem einen kleinen, ich weiß nicht, eine kleine Habanero-Note oder ein kleines rauchiges Feeling ganz kurz gehabt am Anfang, dachte ich. Also Täuschung. Ansonsten verdümpelt es im Meer der Soßen Vielfältigkeit gleich null, weil alles ist einfach, es ist halt alles dasselbe, es ist alles dasselbe, es ist alles Quatsch. Alles aus derselben Soße rausgezogen. Firehouse. Naja. Firehouse, die haut's jetzt raus. Da ist ein Hydrant. Und da steht Firehouse und daneben steht ein Dalmatiner. Das Design gefällt mir. Um die Kinder daran zu führen, wenn die immer sagen dann, was kann man denn mal testen, wenn man nicht so scharf ist, dass man es nicht gleich übertreibt. Stellt euch Hot Sauces im Internet bei Amazon, also da ist nichts übertrieben. Gerade wenn es ein Set ist, wisst ihr, da ist überall die gleiche Plörre drin. Ich bin froh, dass ich mir das nicht selber gekauft habe, muss ich jetzt dazu sagen. So als Geschenk ist das super, ja, aber um jemandem eine Freude zu machen. Aber wenn ich selbst was kaufe und dann so enttäuscht bin, immer ist das richtig kacke. Traut man sich gar nicht mehr, was zu kaufen. Ja, das stimmt. So, die habe ich dir jetzt hier den Hund aufs Brot geschmiert. Das ist jetzt hier ein Hotdog. Kotdog. So, noch eins für den Ramses. Die sieht wieder ein bisschen dickflüssiger aus. Haftet schön drauf. Ja, da kommt ein bisschen Schärfe hin und der Geschmack ist schon ganz anders da als bei den anderen. Die ist wenigstens scharf. Die ist scharf, sagt er. Ich weiß nicht, mir schmeckt die trotzdem nicht. Ich glaube, mein Liebling, mein Favorit war hier diese Smoke Eater, die so ein bisschen rauchig geschmeckt hat. Wir haben jetzt so viel Zeugs noch hier übrig. Da stehen die ersten zwei Soßen. Da stehen die restlichen Soßen. Hier ist noch das über. Ich habe keine Ahnung, was man damit macht. Vielleicht doch als Shot trinken. Hast du eine Lieblingssoße davon? Fandest du die letzte jetzt gut, Hannes?
anders da, definitiv als alle anderen. Aber meine Favoriten würde ich auch sagen, die Smoke Eater und die Racing Inferno. Raging. Ich weiß nicht, was das ist. Inferno. Macht's nicht zu Hause nach. Ich will mich jetzt mal an ein Experiment ranwagen und möchte mal diese Bombero, weil die so cool aussieht, Bombero Mexican Style Hot Sauce, möchte ich jetzt mal trinken. Die ganze Flasche, damit ich mir schön den Magen kaputt mache. Und vielleicht hast du dann ein bisschen Schärfe da. Probieren wir es mal aus, mal gucken, ob man das überlebt und ob das überhaupt gesund ist. So. Ich weiß gar nicht, wieso ich die genommen habe. Das ist blanke Essig, ihr wisst Bescheid. Boah. Also, guten Tag. Das ist das Ding leer wie ein Taschenrutscher sozusagen, und dann kann die Soße halt wirklich nix, wenn du die einfach so trinken kannst und dann irgendwie so einen richtig komischen Geschmack einfach nur noch im Mund hast. Na super. Weiß ich nicht. Und ich würde auch nicht empfehlen, die anderen zu trinken, damit die leer sind. Also ich habe keine Ahnung, was man damit macht, was man damit großartig machen soll. Wir können ja die restlichen Nuggets jetzt hier noch essen mit ein paar Dingern davon, damit wir wenigstens was gegessen haben. Aber ansonsten bin ich leider enttäuscht von diesem superschönen Feuerwehrauto, was wieder mal abgelenkt hat mit dem Design, aber inhaltlich einfach nichts zu bieten hatte. Außer die eine rauchige Smoky, aber da gönne ich mir lieber von Mary Sharps diese Smoke Habanero Sauce. Die war auch richtig stark, richtig gut. Ist auch in der Wunschliste drin. Damit ich die immer wieder sehe und immer wieder finde. Vom Zange damals hat er die getestet, habe ich probiert, fand ich die auch richtig stark. So, das war es jetzt von meiner Seite aus. Danke Hannes fürs Dabeisein. Ein Träger Stormtrooper Soßen haben wir ja noch von Julchen. Bin ich mal gespannt, ob die was können oder da auch wieder das Design ablenken. Würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, Vorhaut, euer Ramses. Ich glaube, wir haben jetzt rausgefunden, wie man das normalerweise essen soll. Das sind Flaschen, das sind Trinkflaschen, ja. Ihr nehmt euch eigentlich einen Nugget in den Mund und trinkt dann immer einen Schluck hinterher, ja, wie einen kurzen. So musst du das. Wie Zitronenscheibe und einen Drink oder sonst was, du nimmst das in den Mund und trinkst einen Schluck hinterher.